Moin Moin und hallo. Das Erste, was ihr merken werdet, wenn ihr hier an der De'Longhi Eletta Cappuccino Evo Maschine Kaffee zubereitet, dass die Füllmengen irgendwie gar nicht so konform sind mit dem, was so Standard ist. Oder ihr habt nicht ganz standardisierte Größen an den besagten Kaffeetassen und müsst dadurch dies nämlich einstellen. Dann bringt euch die De'Longhi hier ein etwas kompliziertes Vorgehensweise mit sich. Aber diese Einstellmethoden, die wir jetzt durchgehen, sind eigentlich recht genau. Außer ihr müsst immer mit einrechnen, dass ein Cappuccino beziehungsweise ein Cappuccino oder ein Latte mit mehreren Schichten arbeitet. Aber alles nach und nach. Das heißt, wenn ihr, wie ich jetzt hier, eine Espresso-Tasse habe, eine Latte-Tasse habe, eine Cappuccino-Tasse habe, eine etwas größere Tasse habe, was auch immer, oder extra Spezialtasten habe, könnt ihr das programmieren, dass auch die Dinger mal voll werden. Als allererstes ist gesagt, diese Latte Macchiato-Gläser passen, aber wir kriegen es nicht randvoll. Warum nicht? Weil, ja, wie ihr seht, dass die Düsen überlappen, okay, dass er hier aber genau abschließt. Das heißt, wir werden nie so ein richtig schönes Glas voll hinbekommen, weil wir müssten das ja dann kippen. Dann guck mal, so müssen wir es kippen, um das Glas hier wieder rauszukriegen. Das ist ein bisschen schade. Die hätten also ein Stückchen weiter hoch wählen sollen, den Auslass. Aber ansonsten klappt das schon alles. Gut, fangen wir an. Wir wollen für einen normalen Kaffee oder fangen wir mit einem Espresso an, die Kaffeefüllhöhe einstellen. Was machen wir da? Wir holen erstmal eine Tasse. Ich packe jetzt mal die kleine hin, so nah wie möglich dran, unter den Ausschank. Und dann gehen wir etwas näher dran. Und dann bewegen wir uns hier oben ins Einstellmenü. Guck mal hier. So. Jetzt steht ja hier ganz normal Getränk wer. Das ist immer der Ist-Zustand. Und jetzt gehen wir auf My. My. Und dann stammt Getränkeprogramm, okay? Jetzt können wir die Füllhöhe bei Heißwasser einstellen. Rechts und links können wir uns hier bewegen, rechts und links. Cappuccino, Latte Macchiato, Flat White, Espresso. So, lass uns Espresso einstellen. So, Espresso wollen wir jetzt, dass, wenn wir Espresso drücken, sprich Espresso, hier diese Taste, wenn wir die drücken, soll die die Menge an Espresso rausgeben, die wir jetzt einprogrammieren werden. Um das zu programmieren, gehen wir jetzt hin und praisen los. Das heißt, wir machen jetzt eine Programmierrunde für Espresso. Das Aroma müssen wir einstellen, denn das wird direkt mit dann in dem Hauptmenü ausgewählt werden. Da können wir hier volle Pulle gehen, da können wir hier etwas vom Aroma runtergehen, also mild oder sehr mild, mild, stark, stärker und ultra. Könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Dann drückt ihr auf OK. Und jetzt läuft die Maschine. Jetzt müsst ihr euch nicht erschrecken, sondern jetzt müsst ihr handeln. Wir müssen nämlich jetzt schauen, wenn unten die Füllhöhe erreicht ist, die ihr gerne hättet, drückt ihr hier oben auf den Stoppmechanismus und programmiert so das Gerät gleich auf die entstandene Füllhöhe des Espresso in diesem Fall. Okay? Der Kaffee wird jetzt ausgeschenkt und läuft in unsere Tasse. Das dauert ein Momentchen, ne? Das wird ja jetzt getampert, dann wird es jetzt durchgeballert. Und wenn wir damit fertig sind, können wir hier auf diesen Knopf drücken und dann wird die Ausgabe gestoppt. Zack, stoppen wir das. Und da steht jetzt bitte warten. Wir haben den Espresso schön voll, so wie wir das wollten. Und dieses Programm wird nun gefragt, ob wir die Parameter speichern wollen. Wir können mit OK oder uns mit Escape wieder weiter bewegen. Und jetzt haben wir die Parameter, die wir eingegeben haben, gespeichert und können diese Füllhöhe wieder reproduzieren. Das ist ein bisschen kompliziert, finde ich. Obwohl, es ist noch viel komplizierter, bei der Siemens-Maschine war das zum Beispiel so, dass man dort den Milliliter eingeben musste, weil wer weiß die Füllhöhe, ein Milliliter in so einem kleinen Gefäß, keine Ahnung. Also eigentlich hatte De'Longhi hier eine vernünftige Füllprogrammierung selber sich einfallen lassen. So, jetzt muss ich einen Wassertank füllen und dann werden wir das nächste Ding programmieren, weil das war jetzt noch
Kinderkacke, Leute. Gut, zurück. Ich habe jetzt kurz das Wasser gefüllt. Jetzt wollen wir erstmal, bevor wir weitermachen, checken wir mal, ob er das auch wirklich übernommen hat. Okay? Das heißt, wir sind jetzt im ganz normalen Getränke-Well-Programm. Und jetzt gehen wir hin und werden einen Espresso auswählen. Jo. Und ihr seht oben in der Anzeige, seht ihr schon, die 2, 4, 5 Bohnen sind am Start. Das bedeutet, er hat schon mal die Stärke, die wir wollten, übernommen. Und jetzt schauen wir mal, ob er auch die Füllhöhe übernommen hatte. Der Espresso ist jetzt sozusagen als Beispiel, muss er jetzt herhalten. Ich werde das jetzt nicht bei jedem Getränk euch zeigen, weil das ist überall das gleiche System dahinter. Wir werden nur gleich jetzt natürlich noch einen mit Milch machen, weil das ist ein bisschen komplexer. Denn dort muss man sogar auch noch den Shot damit einrechnen, der später dazu getoppt wird. Und ihr seht auch, die Füllhöhe hier ist genauso, zack, genau. Also er hat das super reproduziert. Sehr gut, DeLonghi, da habt ihr einen guten Job gemacht. Na, jetzt haben wir hier einen schönen, vollen Espresso kreiert. Gut, jetzt, was wollen wir jetzt machen? Jetzt können wir einen Latte einprogrammieren oder einen Cappuccino. Das ist ja, oder Flat White etc. Lass uns mal den Cappuccino machen. So, das heißt, ich komme mit einem Cappuccino, Freund hier am Start, setze den an. Und nun müssen wir darauf achten, dass natürlich Milch in der Milchapplizierungsbox ist. Und wir müssen die Milch runterklappen und herausziehen. So, zack, dass die hier rein gleich sich bewegen kann. Dann gehen wir auf My und wählen Cappuccino aus. Hier, Cappuccino. Dann gehen wir auf OK. Auch hier gilt es jetzt wieder, die Einstellungen des Aromas durchzuführen. Ne, das ist ja klar. Und nun geht's los. Jetzt wird erst die Milch programmiert. Das heißt, er wird jetzt Milch hier rein applizieren. Und wir selber müssen gleich den Milchzufluss stoppen. Das heißt, ihr müsst jetzt mit einrechnen, dass noch ein Shot, ne, ein Shot, ne, das ist weniger, ne, weniger, aber so ein Shot, also ein Espresso, hier noch Platz finden wird, um ihn dann auf diese Höhe hinzubekommen. Ihr könnt natürlich auch den Shot etwas ziehen gleich, dadurch wird er aber verwässerter. So, jetzt gleich ist es schon soweit, dann können wir hier auf Stopp gehen. Und jetzt kommt das Kaffeeprogramm on top. Denn beim Espresso-Shot ist es ja so, wir brauchen Bohnen. Und vorher machen wir ja die Milch rein. Das heißt, nun kommt dann auf den Cappuccino selber noch der Shot. Der wird jetzt appliziert. Der füllt jetzt unseren Schaum auf nach oben. Unten bleibt dann der Mix aus Kaffee und aus, also auf Espresso-Kaffee und aus dem Milch. So, und wenn wir jetzt die Füllhöhe erreicht haben, die wir gerne hätten für unseren Cappu, dann können wir hier wieder auf Abbrechen klicken. So, und hier kann man ruhig bis Oberkante gehen, denn hier haben wir genug Platz, um das bei einem vernünftigen Glas zu entnehmen. So, seht ihr? Jetzt haben wir eine vernünftige Bauhöhe schon mal hingekriegt. Grundeinstellung war überhaupt nicht annähernd so. Deshalb, das war wirklich kacke, sage ich euch. Da haben die einen schlechten Parameter, finde ich, eingespeichert. So, jetzt speichern wir das ab. Die Parameter sind gespeichert und so könnt ihr das mit jedem Kaffee, mit jedem System, mit jedem mit dem Long Drinks, mit den Coffee Drinks, mit dem Espresso, mit dem Cappuccino, mit dem Latte, mit dem Milch, was auch immer, könnt ihr da nämlich einprogrammieren. Also ihr geht auf My, dann Getränke programmieren, Heißwasser, Espresso, Kaffee, Cappuccino Höhe, Latte Macchiato, Flat White, Long, Espresso Longo, Ristretto, Doppio Plus und heiße Milch. Dann geht noch Kaffee Latte und Cappuccino Mix. Das könnt ihr auswählen und vorprogrammieren. Die werden dann hier bzw. hier die Getränkeauswahl mit eingepflegt und dann werdet ihr eure Tassen, individuellen Tassengrößen auch erreichen können. So kann man also die Füllhöhe von Milch und Wasser und Kaffee von eurem Gerät hier, von der DeLonghi Eletta Cappuccino Evo einstellen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!